Schön, dass du dabei bist zu guten 2 Minuten Zeit für Themen über Gott und die Welt. Heute mit dem Thema Kraft. Was gibt dir Kraft? Oder hast du sie selbst? Wenn ich bei unserem kleinen Frederik das Thema Du bist stark erwähne, dann stemmt er die Arme so richtig hoch. Wobei tust du das? Und hast du dabei Kraftquellen im Leben, die dir helfen können, wenn deine eigene einmal ein wenig erschöpft ist? Ich muss ehrlich sagen, manchmal ist es nicht leicht, sich mit den eigenen Kraftquellen zu verbinden. Vielleicht, weil sie gar nicht so offensichtlich sind oder weil sie mit anderen Menschen zu tun haben, die sich aber selbst gerade kraftlos fühlen. Oder weil ich dafür etwas brauche, was mir vielleicht gerade nicht möglich ist, zu gewissen Zeiten des Lebens oder jetzt im Lockdown. Woher beziehst du deine Kraft? Die eine mögliche Kraftquelle ist Gott in unserem Leben. Gott, der da ist, wo ich bin. Und Gott, der so gar nicht mit Kraft und viel Power auf die Welt gekommen ist. Gott ist so auf die Welt gekommen, wie du gar nicht schwächer sein kannst. Als kleines Kind, als Baby im ärmlichen Stall. So berichten wir und wir sind gerade erst am Ende der Weihnachtszeit, die kirchlich gesehen ja bis Anfang Februar reicht. Gott als Kraftquelle in unserer Welt, der weiß, dass niemand immer nur kraftvoll durchs Leben geht und der selbst gespürt hat mit Jesus, was es heißt, am Verdurren zu sein und keine Kraft mehr zu haben, weil er 40 Tage durch die Wüste gegangen ist zum Beispiel. Gott als Kraftquelle in unserem Leben. Er ist da, immer wieder. Und du kannst dich mit ihm verbinden, indem du Wege suchst, mit ihm in Kontakt zu treten, indem du zu ihm betest, indem du von ihm liest. Also, nimm dir doch mal seine große Kraftquelle, die Bibel, mit den Berichten darüber, was er mit den Menschen gemacht hat, immer wieder und wo die Kraft immer wieder neu durch ihn zu seinen Menschen gekommen ist. In diesem Sinne, viel Kraft und bleib behütet.